Hallo liebe Kinder, neuer Monat, neue Challenge. Der Januar ist um, ich hoffe ihr habt alle ganz fleißig geübt und hattet Spaß dabei und jetzt geht's im Februar weiter. Diesmal mit Gleichgewicht. Dafür braucht ihr zwei Rollen und auch wieder eine Stoppuhr. Und als erstes könnt ihr die Rollen zur Seite legen, machen wir ein bisschen Gleichgewichtsübungen und zwar geht es hier darum, dass wir versuchen, eine Minute lang auf einem Bein zu stehen. Sowohl auf dem rechten Bein als auch auf dem linken Bein. So, und dann fangen wir mal an. Die Minute läuft. Hier könnt ihr gerne die Arme mit dazu nehmen, um euch ein bisschen auszutarieren. Jetzt hängt's um. Und das Ganze auf der anderen Seite. Wem das zu einfach war, der kann es alles ein bisschen schwerer machen, indem wir uns auch auf ein Bein stellen und dann das Knie nach oben bewegen. Und, nehme ich mal zur Seite, jetzt kommt der schwierige Teil. Wir strecken das Bein nach hinten. Ja, wir gehen nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Das macht ihr pro Seite, fünfmal und auch hier wechselt ihr dann das Bein. Knie hoch und das Bein strecken. Knie hoch. Wem das auch super klappt, der kann es sogar noch einen Ticken schwerer machen, indem wir die Arme dazu nehmen. Also, wenn das rechte Bein oben ist, geht der linke Arm mit hoch und wenn sich das rechte Bein nach hinten streckt, dann geht der rechte Arm runter an den linken Fuß. Ja? Also rechtes Bein oben, linker Arm oben und jetzt streckt sich das Bein nach hinten und der rechte Arm geht runter. Auch das könnt ihr versuchen, fünfmal pro Seite zu machen. Natürlich mit links genauso. Linkes Knie hoch, rechter Arm vor, linkes Bein hinter, der linke Arm runter. Hoch. Ganz so einfach. Super. Das war schon mal Teil 1. Jetzt kommt Teil 2. Dafür habe ich mal kurz umgebaut, weil wir gehen runter auf den Boden. Ihr braucht dafür eine Rolle und, jetzt habe ich ihn vergessen, euren Timer und hier machen wir nicht eine Minute, so wie bei den anderen Übungen, sondern hier reichen 30 Sekunden und ihr müsst fleißig mitziehen. Eure Aufgabe ist es, die Rolle auf den Boden zu legen. Ich switch mal um. Die Rolle auf den Boden zu legen und mit dem Fuß immer drauf zu tippen. Immer im Wechsel. Wechselsprünge machen, deshalb haben wir gerade auch das Gleichgewicht geübt, weil sobald wir auf einem Bein stehen, müssen wir das Gleichgewicht halten können. So, das ist eure Aufgabe. 30 Sekunden lang so viel wie möglich tippen. Und wichtig ist, wirklich richtig rauf zu tippen, nicht vorher zu wechseln. Ja, richtig rauf. Okay, ich starte meine Uhr, 30 Sekunden und zähle fleißig mit. Und los. Eins, zwei. 60, 61. 61. Wem das mit einer zu leicht ist, der stellt sich einfach noch eine zweite oben drauf und kann das natürlich hier auch probieren. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwerer, weil ihr einen größeren Sprung machen müsst. Aber auch hier könnt ihr das alles 30 Sekunden lang ausprobieren und dann schickt uns gerne eure Videos und wir wünschen euch viel Spaß. Tschüss!